Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica hier auf Munsterm LP. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin gerade auf dem Rückweg, nachdem ich hier jetzt die ganzen Pflanzen aufgesammelt habe, damit ich die mal anbauen kann, damit wir was Ordentliches zu essen in der Basis immer haben. Meter noch. Da sind wir schon wieder in den Safe Shallows, oder? Ja, sehr gut. Das hat sich nicht gut angehört. Ich schwimme einfach mal weiter. Oh, es hat wehgetan. So, hier fühlt man sich doch sicher. Rein. Die chinesische Kartoffel. Hier kommt die Laternenfrucht rein. Was haben wir denn hier? This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run. You in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Ach Gott, das sind so Idioten. Es geht hier um das Überleben von vielen Leuten und... ja. Schinken und Käse. Wäre ich auch dabei. Das sind so Profis. So. Die kann ich ja hier reinmachen. Das Konstruktionswerkzeug braucht eine neue Batterie. Ich weiß, ich habe jetzt den Laserschneider. Ich wollte in die Wracks noch tauchen, aber das werde ich nochmal kurz ein bisschen aufschieben. Kupfer, nein. Kupfer, nein. Kupfer, ja, aber nicht viel. Titan auf jeden Fall. Schön, Batterieladestation haben wir jetzt. Oh, die sollte ich vielleicht das nächste Mal dann nutzen. Das Ei gehört euch, oder?
bitteschön. Das kommt gelegen. Titan kann ich gerade gebrauchen. Da habe ich jetzt noch 3 Etagen. Sind das insgesamt? Muss mal schauen, was ich hier habe. Hier, das ist so die Haupt, der Hauptraum mit den ganzen Crafting-Sachen und so. Hier denke ich, werde ich ein paar Schränke reinpacken. Ich denke, hier... kurz sehen. Wo kann das denn überall hin? Okay, das kann überall hin. Dann wird das hier auch noch eine botanische Etage. Ah, jetzt ist die Batterie leer. Weil die Etage wird halt nicht für Nahrungsquellen, sondern... sondern für andere Pflanzen. Ich habe nur noch ein Titan. Großes Feld, das kann hier scheinbar sonst nirgendwo hin. Doch, da könnte es hin. Ich weiß noch nicht, warum es da hin könnte. Das ist aber doof. Ach doch, da. Jetzt kann ich es doch entsetzen. Keine Ahnung, warum ich das gerade nicht kannte. Okay, da kann ich noch mehr Blumen reinmachen. Das ist gut. Da kommen dann andere Sachen noch rein. Hier hätte ich jetzt mal schön viel die Blumen reinpacken. Viel gebaut. Das heißt, ich kann noch 3 von den Dingern holen. Da hinten soll dann am Ende der Moonpool hin. Okay, die haben sogar Prozente, wann die gewachsen sind. Ja, überlegen, die hier brauche ich doch hier unten nicht. Ich brauche nur die. Das hier hinten für die Bäume, das für die Kartoffeln und das hier für die Marmormelonen. Würde ich hier oben auch nochmal 2 Töpfe hinmachen. So, sieht doch dann viel schöner aus hier. Wenn dann noch alles gewachsen ist, sieht das noch besser aus. Was noch?
wäre eigentlich ganz gerne direkt nochmal zurückgehen. Mit einem möglichst leeren Inventar. Verarscht mich. Augenstängel sieht mega creepy aus. Ne, Quatsch. Vermutete die Gassi-Basis. 250 mache ich mal auf Orange. Wo war das? Da hinten, oder? Ja, Rettungskapsel 19. Da geht's nochmal zurück. Damit wir uns noch ein paar Pflanzen aus der Natur holen können, die wir anbauen. Oh! Really? Da. What the fuck? Sind hier noch welche? Jetzt mal ganz ehrlich, diese Dinger sind ja wie Krebs. Das ist ja furchtbar. Komm bitte, ich weiß, du bist ein gutes Tier, aber bitte erlöse mich von diesem Leid. Dir machen die doch nichts aus, oder? Du bist ein guter Kerl. Danke vielmals. Das sind die furchtbarsten Geschöpfe, die es gibt. Das ist schwer. Das war ein Fehler, damit irgendwas anzufangen. Jetzt frage ich mich aber gerade, ob es möglich ist, so einen Reefback an die Oberfläche zu ziehen mit den Schwebern. Aber erstmal lieber so ein kleines. Nee, nee. Nein, es wird nicht mehr mit Schwebern herum experimentiert. Das hat mich schon einmal in den Tod gerissen. Ein zweites Mal brauche ich das nicht.
Mai habe ich dann genug Geld, dass ich mir eine Virtual Reality Brille kaufen kann, die Vive. Die möchte ich mir auch gerne kaufen. Stell ich mir ziemlich geil vor, vor allem dann Subnautica zu spielen. Und auch viele andere Dinge, die es dann gibt. Ich werde dann mal ein wenig herumprobieren. Sehen, was ich dann so machen werde. So, ich habe 4 Blumentöpfe. Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, was ich damit mache. Hier, Knollenbaum. Wie groß ist der? Genug für einen Blumentopf. Pflanze, okay. Schade, so einen hätte ich auch ganz gerne gehabt. Sind auch so für Pflanzen, sonst habe ich eigentlich alles an Pflanzen, oder? So, voll. Okay, der ist auch so groß. Dann werde ich dort von einem nehmen. Jetzt die Frage der Fragen. Pinkkappe ist so klein. Dann nehme ich mir mal 2 Pinkklappen. Kappen. Ich meine, da gab es noch eine andere von, oder? Da, hier. Fleckter Kappler. Einen noch, am liebsten von den Gefleckten. Da. Gut, dann kann ich jetzt... Sachen nach Hause bringen und anbauen. Oh, ist das dunkel. Schade, von den großen Bäumen hätte ich auch gerne was gehabt. Gefällt mir echt gut mit dem blauen Schimmer da drunter, unter den Blättern. Auf geht's nach Hause. Virtual Reality wird furchtbar, das weiß ich jetzt schon. Damit Subnautica zu spielen, das wird mich psychisch völlig fertig machen.
Resident Evil 7 habe ich auch. Virtual Reality. Killing Floor 2 in Kirschen heißt das, glaube ich. Mind Path to Thalamus. SCP-087 VR Survivor. Und ich weiß nicht, was noch alles. Wird bestimmt lustig. Ist aber auch verdammt teuer, das Ding. So, da sind wir auch schon. Welcome aboard, Captain. Auf in meinen botanischen Garten. So. Sehr schön. Wie sieht's mit dem Essen aus? Jetzt wachsen die schon mal überall. Ups. So. Gut, gut, gut. Das nächste Ziel sind jetzt eigentlich die Wracks. Jetzt habe ich nicht so viel zu tun für die Wracks. Was brauche ich da alles für Werkzeug? Was sollte ich mitnehmen? Trinken habe ich. Essen wird wohl noch ein bisschen reichen. Habe ich oben noch eine leere Batterie? Silber und Gold habe ich hier auch noch und sogar noch was zu essen. Das Medikit sollte ich mitnehmen. Während ich unterwegs bin, lasse ich dann auch direkt nochmal die zwei Batterien laden. Okay. Rettungskapsel 17, da ist das erste Wrack für uns. Welcome aboard, Captain.
klar. Da haben wir ja direkt dieses ganz große Wrack. Oh, schon ist aber ganz schön tief. Wow. Bekomme ich hier immer Kupfer von euch? Tigerkorallen auf deinem Rücken gefallen mir ja gar nicht. Aber echt, ich hab noch nicht gesehen, dass einer so tief geschwommen ist. Der setzt ja gleich auf. Geht es ihm ja nicht gut und deswegen schwimmt er so tief. Weil er krank ist. Na, wer weiß. Wow. Sieht das so aus wie eine Rettungskapsel? Okay, das war Salz. Kommt schon sehr nah an eine Rettungskapsel, an eine Zeitkapsel. Salz und Zeitkapseln sind ja fast dasselbe. Weiß, Salz brauche ich aber natürlich auch noch. Salz brauche ich immer für Wasser. Ich wollte hier rein. Hier, das kann man aufschneiden, oder? Genau hier geht's rein. Ich bereits. Dieser Schneider habe ich auch schon. Wie bin ich hier? Integrating new PDA data.